Hallo Römer, lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Rise of the Tomb Raider. Den ersten Kontakt mit dem älteren Einheimischen hatten wir um 0700. Zuerst glaubten wir, dass er an einem Angriff auf die Anlage beteiligt war, doch er entfernte sich durch eine nicht kartierte Schlucht. Wir wurden autorisiert, ihm mit etwas Abstand zu folgen, und schon sind wir auf Ruinen und andere vielversprechende Zeichen gestoßen. Wir versuchen hier draußen die Ruhe zu bewahren, aber das sieht nach einem großen Fund aus. Dieser Entdeckungsbonus ist uns so gut wie sicher. Okay. Und auch einmal anders. Okay. Oh Mann, ich hoffe, meine Mikrofoneinstellungen sind alle okay. Ich weiß nicht, irgendwie habe ich das momentan nicht so. Nein, ich muss träumen. Ist nicht real. Das kann nicht sein. Okay. Geh einfach weiter. Okay. Ja, irgendwie habe ich momentan nicht so meine... Lara. Dad? Nein. Das kann nicht sein. Nein. Warte. Meine richtigen Mikrofoneinstellungen. Halt! Wo bin ich? Wie weit geht dieser Weg? Komm her! Das ist nicht echt! Nicht er! Dad! Halt! Bitte nicht! Oh. Nein! Ich muss sofort hier raus! Oh Leute! Alter, hab ich mich erschrocken. Holy shit. Ich will nur weg. Bitte. Nein. Nein, das ist nicht. Heilige Scheiße. Okay. Das ist unmöglich. Das ist nur ein Mythos. Sie ist hier. Beleid, Lara. Es gibt kein Zurück. Du wirst hier draußen verrotten. Hä? Oh lol. Oh, da ist noch einer. Okay. Ich hab keine Chance, Alter. Oh Gott. Ich hab falschen Knopf gedrückt. Lol. Ich muss irgendwas mit meinem Mikrofon ändern.
demnächst mal. Okay. Hey, wo kommst du denn her? Okay. Ich habe keine Ahnung, was ich machen muss. Keine Ahnung. Muss ich die jetzt echt alle besiegen? Oh Gott. Okay. Okay. Irgendwie ist es krass. Und irgendwie muss ich was an meinem Mikrofon ändern. Moment. Lara! Lara! Kannst du mich hören? Bist du da? So vielleicht? Ja, ich bin hier. Keine Ahnung. Was ist passiert? Du hast gehustet und etwas von Blumen und Pollen geredet. Und dann nichts. Ich hab gedacht, die Hexe hätte dich umgebracht. Ich glaube, ich habe halluziniert. Gott. Ich hoffe es. Ja. Funktioniert. Es gibt im Tal eine Blume, die Vision verursachen kann. Aber ihre Wirkung ist zu schwach. Weißt du, was das für ein Ort ist? Ich sehe Rohre und Leitungen. Sowjetisch, wie es aussieht. Das muss der Vorposten der Sowjets zum Erforschen der Ruinen sein. Meine Großmutter war Wissenschaftlerin. Sie sollte dort bei den Forschungen helfen, aber es war das letzte Mal, dass Großvater sie sah. Es gab nur einen Überlebenden. Ein Offizier kam nach ein paar Wochen angestolpert. Er sagte, die Hexe hätte sie Dinge tun lassen. Vielleicht ist ihre Großmutter ja die Hexe. Ihre eigentlich eine Idee, ne? Eigentlich wäre das eine Idee. Boah, ich hoffe, das geht alles mit den Mikrofoneinstellungen so. Muss dann nochmal irgendwie das Perfekte raussuchen. Jemand war hier. Vor kurzem. Hat auf den Ruinen aufgebaut. Was siehst du? Eine Art provisorische Destille. Nicht genau wie die Blumen. Scheiße. Na klar. Sie verfeinert den Pollen. Macht ihn zur Waffe. Es gibt hier keine Magie, Nadja. Nur eine sehr schlaue Person. Aber warte. Wenn sie nur ein Mensch... Ich habe meine Tochter nie im Arm gehabt. Sie nahmen sie mir auf dem Operationstisch weg. Ich wollte kämpfen. Aber sie sind viele. Und ich bin erschöpft. Dann schafften sie mich fort, rissen unsere drei Herzen auseinander. Sie brachten mich in ein verstecktes Tal mit uralten Ruinen. Sie sagen, wenn ich kooperiere, werde ich meine Familie wiedersehen. Ich werde diesen Monstern niemals trauen. Aber ich habe keinen besseren Plan. Hier gibt es seltsame Blumen. Der Pollen verwirrt meine Entführer zusehends. Und sie wagen sich nicht weiter als bis zu unserem kleinen Vorposten. Sie brachten mich her in der Hoffnung, dass ich ihnen mit meinem botanischen Wissen helfen würde, ein Gegengift zu finden. Endlich hat der Staat eine Verwendung für mich. Ich nicke und lächle. Ich spiele mit. Aber sie können mich nicht noch einmal brechen. Für meine Tochter, für Ivan, werde ich leben. Okay. Würde der Pollen nicht auch bei ihr wirken? Wenn sie dagegen ankommt, können wir es auch. Würde ich auch mal sagen. So ganz grob geschätzt. Irgendwie. Oh lol. Moment. Das soll das runter, okay. Ich schätze mal. Anschießen. E drücken. Anschießen. Ah. Ah, okay, oder so. Oder so.
Ach so. Wow. Jetzt. Das sollte sein. Jetzt muss nur der Eimer näher ran. Jo. Alter. Wochen sind vergangen, seit mich die Mistkerle vom Gulag in dieses seltsame Tal verschleppt haben. Weg von Ivan und meiner Tochter. Sie haben mich beauftragt, einen Weg zu finden, die seltsame Wirkung des Pollens zu bekämpfen, der in der Luft hängt. Ich glaube, jetzt habe ich eine Formel, die wirken könnte. Ein Extrakt aus den Samenkapseln der Pflanzen. Die Leber von Tieren, die die Blumen fressen und die Toxine im Stoffwechsel haben. Ein Phenothiazin-Derivat. Die letzte Zutat ist ein Risiko. In der Gegend um den Gulag wird das Mittel in großen Mengen als Insektizid verwendet. Aufgrund der chemischen Ähnlichkeit mit anderen Verbindungen, die ich studiert habe, könnte es auch als rudimentäres Neuroleptikum fungieren. Oder es könnte giftig sein. Ich werde die Mischung heute an mir selbst testen. An ihr selbst? Ich habe etwas gefunden. Einer der Gefangenen hat eine Formel aufgeschrieben, die dem Effekt des Pollens entgegenwirken könnte. Das muss von meiner Großmutter sein. Die Hexe hat sie umgebracht und jetzt wird sie helfen, Großvater zu retten. Genau wie in seinen Geschichten. Sie ist die Hexe. Nadja. Hab Vertrauen, Lara. Geh zurück zur Sowjetanlage, wo wir uns getroffen haben. Ich helfe dir zu finden, was du brauchst. Sie ist die Hexe. Eindeutig. Ah, oh, okay. Können wir irgendwas holen? Also einen Fähigkeitspunkt investieren. Ich ging ins gottlose Tal, um Nadjas Großvater zu suchen. Doch ich kam gerade noch mit dem Leben davon. Es war wie ein Märchen. Ein zerbrochener Schmutz. Ja, ist okay, Lara. Ich habe das Gefühl, ich habe eben ein bisschen übersteuert. Wenn ja, dann tut es mir leid. Das wollte ich nicht. Hätte auch die schnelle Reise nehmen können, ne? Fällt mir gerade so auf. Muss ich vielleicht sogar? Nein, muss ich nicht, glaube ich. Nee, muss ich nicht, okay. Wäre aber, glaube ich, sinnvoller gewesen. So ein bisschen. Okay. Okay. Der Part ist bald schon wieder vorbei, ne? Glaube ich. Ja, ein paar Minütchen. Ich will den Part auch gar nicht so lange machen, weil ich eigentlich pennen will. Und... ja, da muss ich nochmal irgendwie an meinen Mikrofoneinstellungen rumwürsteln. Irgendwas muss ich da ändern. Irgendwas habe ich nicht richtig eingestellt. Irgendwas ist doof. Ist halt alles gerade momentan so ein bisschen doof, ne? Ich habe mich da noch nicht richtig reingefunzt, sag ich mal. Wow. Naja, irgendwie wird das schon in der nächsten Zeit mal funktionieren, würde ich sagen. Muss es ja. Schnellreise wäre eigentlich... um einiges besser gewesen. Aber dafür ist's jetzt zu spät. Okay, Nadja. Ich bin zurück bei der Anlage. Hast du einen Tipp, wo ich suchen soll? Okay. Zuerst die Samenkapseln. Die Blumen wachsen in den Höhlen in der Umgebung. Es sind nie genug, um mich krank zu machen. Da solltest du ohne Gefahr welche davon sammeln können. Die Lebern sollten einfach sein. Die Hirsche dort fressen diese Blumen. Du musst sie also nur aufspüren. Wegen des Insektizids habe ich eine Idee, wo wir etwas davon finden könnten. Großvater hat mir beigebracht, Russisch zu lesen. Ich gehe gerade alte Ausrüstungsverzeichnisse durch, um zu sehen, wo sie es aufbewahrt haben. Ich sag Bescheid, wenn ich es gefunden habe. Okay, dann werde ich jetzt die anderen Vorräte sammeln. Alles klar. Och, die Hirsche, ne? Den Hirsch. Was?
Den Hirsch. Ich habe nur eine Hirschleber bekommen, schade. War hier nicht eben noch eine? Ist kein Hirsch, ne? Ja, ich weiß nicht, ob das was bringt. Ich weiß nicht, ob das was bringt. Wird uns angezeigt, wo wir hin müssen? Sammeln Sie Samenkapseln, okay. Ach, Hirschleber haben wir doch, okay. Samenkapseln. Zack. Ach komm, Lara, ist das dein Ernst? Als ob du dich da nicht festgehalten hast. Okay, da oben ist irgendwo. Nutzen Sie Waffen oder Sprengladungen? Ah, ich kann doch eine Dings herstellen, ne? Aus einer Dose oder so. Ich brauche eine Dose, okay. Moment. Da unten. Hier. Das waren Blätter. Hier drin? Echt jetzt? Der packt sich auch so ein bisschen rum, ne? Oh lol, hinter uns! Okay. Das sind Pilze, okay. Das sind die Blumen. Ah. Jetzt brauche ich die Samenkapseln. Eins. Zwei. Lara, das hier willst du sicher hören. Ich halte dich rein. Drei. Team Bravo wird noch vermisst. Seit dem Notruf haben wir keine Übertragungen mehr bekommen. Wir müssen ein Rettungsteam losschicken. Beendet die Patrouille bei der Sowjetanlage. Versucht die Spur des einheimischen Mädchens aufzunehmen. Sie hat was mit dem Verschwinden von Bravo zu tun und wir brauchen mehr Infos, bevor wir weitere Leute reinschicken. Verstanden. Kannst du dich in Sicherheit bringen? Ich bin in einem alten Unterschlupf und habe draußen Seilfallen aufgestellt. Im schlimmsten Fall gibt es einen Tunnel, durch den ich fliehen kann. Aber ich muss die Liste noch fertig lesen. Ist das normal für dich, Lara? Ich bin das nicht gewohnt. Also, dass man mich umbringen will. Ich glaube nicht, dass man sich daran gewöhnen kann. Also, pass auf. Naja, ist mittlerweile relativ normal hier, ne? Bei Lara? Kannst du mal... Hä? Als ob du so eine kleine Kante nicht hochgehen kannst. Dein Ernst, Lara? Dein Ernst? Hier drin, ne? Ja, gut. Alles klar. Ach, hier ist der Typ, ne? Ah, Sie sind zurück. Ja. Sie könnten uns helfen. Hallo. Die Sowjets haben diesen Ort eilig verlassen und im ganzen Tal Dinge zurückgelassen. Damit können sie viel machen. Ich möchte helfen. Was kann ich tun? Zuerst müssen wir möglichst viel über die Eindringlinge herausfinden. Wir brauchen jede Information, die sie im alten Gefängnis finden können. Ah, sehr gut. Ah, danke. Sind das Pflanzen? Das sind Pflanzen, okay, sehr gut. Ich rede gleich nochmal mit ihm. Diese Chemikalie aus Großmutters Notizen. Phenothiazin. Ich glaube, ich habe sie gefunden. Sie haben sie in den unteren Stockwerken des Kupferwerks aufbewahrt und damit im Sommer die Termiten bekämpft. Bist du sicher, dass es diese Chemikalie ist, Nadja? Ich bin sicher, dass es die Chemikalie aus Großmutters Rezept ist, aber ich weiß nicht, ob man sie gefahrlos trinken kann. Das werden wir wohl rausfinden. Ich gehe jetzt dorthin. Die Eindringlinge haben fast das ganze Osttal eingenommen. Wir dürfen sie nicht noch weiterlassen. Ich möchte helfen. Was kann ich tun? Zuerst müssen wir möglichst viel über die Eindringlinge herausfinden. Wir brauchen jede Information, die sie im alten Gefängnis finden können.
Ich mache Ihnen nichts vor. Es wird gefährlich. Aber die Informationen sind das Risiko wert. Helfen Sie uns? Ja. Ich gehe hin, sobald ich kann. Ich warte hier. Kann ich mich hinsetzen? Danke. Ein Ding. So, wir gehen noch schnell zu einem Lagerfeuer. Wow, Black. Ich grüße Sie. Hey. Wo war ein Lagerfeuer? Da oben, ne? Okay, dann kommen wir da nochmal rauf. Durch irgendeinen coolen Jump. Nice. Yeah. Super. Okay, hinsetzen. Und im nächsten Part habe ich hoffentlich ein bisschen was mit meinem Mikrofon geregelt. Ich kann nichts upgraden. Oh lol. Oh. Oh lol. Ich meine, der sieht schon geil aus, ne? Der Schaden ist ein bisschen runtergegangen da, ne? Was ist der Schaden? Ich glaube, das war der Schaden. Ja, Schaden geht hier runter, aber Zielgeschwindigkeiten so hoch, aber eigentlich geht das. Voll klar. So, wo konnten wir denn noch was upgraden? Hier irgendwo? Wird nichts angezeigt. Ne, hier vielleicht. Auch nicht, hä? Hä? Irgendein Upgrade verfügbar. Okay, das ist egal. Gut, Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut da rein.